ist mal wieder Mittwoch. Zeit für Challenge WBS. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wittelburg und Solmecke. Wenn ich so schnell quassele, dann quassele ich so schnell. Der Kerl, der hat nur 3 Minuten Zeit, um so viele Lehrerinnen in Powerbanks auszurauben. Wie möglich, die Zeit, die läuft ab. Erste Frage kommt sie pronto sofort. Angenommen, man trainiert seinen Hund, ein Haustier, so, dass er in der Lage ist, einen Laden auszurauben. Wer haftet für diesen Raub und wie kann man bestraft werden? Ja! Sehr coole Frage. Ihr haftet, weil der Hund quasi als Täter eingesetzt wird und ihr dann die echten Werkzeug seid. Also kann man aber relativ eindeutig beantworten, wenn ihr einen Hund so dass er was klaut, habt ihr geklaut. Weil der Hund ist nur das arme, kleine, süße, putzige Werkzeugchen. Kurios. So, ihr ruft kurios. Sus. Ist Simon Desius auf YouTube eigentlich legal? Lal. Das ist Nee. Simon Desius ist ein Spaß und gehört in den Knast. Ich glaube auch wegen des dritten Geschlechts. Ah ja. Fakt ist, ich weiß hundertprozentig, dass es illegal auf YouTube gelandet ist. Ich sag mal so, tötet. Simon Desius. Achtung, das ist nur Spaß. Wenn ihr ein Abo dagelassen habt, wenn ihr ein Abo dagelassen, lal.